bin ich nochmal. Ich habe doch tatsächlich vergessen, euch das Papier zu zeigen. So durcheinander hat die Katze mich gemacht. Aber egal, machen wir das in einem separaten Teil, weil der andere war eh schon so ultra lang. Ne? Zeige ich euch noch schnell die Blöcke, die ich mir mitgebracht habe und die Papiere und dann mache ich aber wirklich für heute Schluss. Schluss mit lustig. Lustig. So, ich habe hier zweimal von diesen Malbüchern mitgenommen. Da sind diese Motive drin, die sind wirklich ultra süß. Aber die bleiben natürlich nicht so, die kann man ja auch verhübschen, der ist toll. Und der ist auch niedlich. Also es sind einige Motive drin, die wirklich sehr hübsch sind, sehr niedlich sind. Und da kann man dann auch ganz viel mitmachen. Ich werde das ja nicht so verwenden. Einmal den hier mit dem Dachs und einmal hier den mit dem kleinen süßen Löwen drauf. Auch einige ganz, da muss ich mal an meinen Mann denken oder an meinen Schwiegersohn. Der ist auch schön, guckt mal. Ne? Also es sind wirklich einige Sachen drin, die sind auch niedlich. Stehe nicht so auf Giraffen, ob die sind. Ja, toll, guckt mal. Ultra süß. Aber hier ist auch eine Giraffe, die gefällt mir auch gut. Ja, sind aber wirklich schöne. Der ist ja schlicht. Der gefällt mir. Aber da werde ich mir was Schönes einfallen lassen. Vielleicht werden die auch noch mit Kaffee gefärbt oder mit Tee oder die werden genommen für Journal-Seiten, vielleicht für ein Kinderalbum, für Kinderkarten kann man die Dinger ausschneiden. Also da hat man schon. Ja, und da ich gerne mal so rumschnibble, wenn ich vom Fernseher sitze und sonst nichts zu tun habe, was selten vorkommt, dann schnibble ich auch gerne mal so Sachen aus. So, dann habe ich mir hier diese, den und den, dieses, jenes, welches, waren das alle? Ne? Das alle? Ja, das waren alle. Diese hier mitgenommen, diese Glitter and Foil Cardboard. So rum. Einmal hier die Variante in diesen Rosatönen. Da hinten seht ihr, was da drin ist. Das sind halt so folierte und beglitzerte Papiere in A5. Hat mir gut gefallen. Jo. Sind eigentlich ganz tolle Farben dabei. Dann habe ich mir den einmal hier in diesem Grau geholt. Das sind halt diese Grau-Schwarz-Weiß-Töne. Ne? Seht ihr auch? So alles. Das Weiße ist toll. Ne? So Basic Paper halt mit Glitzer und Folie. Und hier habe ich dann nochmal das Goldene mitgenommen. Ich glaube, mehr hatten sie auch nicht da. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr mitgenommen. Wenn sie jetzt noch ein blaues oder ein grünes hatten, kann sein, ich weiß es nicht. Also da haben Tonnenblöcke gelegen, aber es war wirklich wieder der Teufel los da. Und ja, ich hatte keinen Bock drauf. So, dann diese hier. Also dieses. Das ist auch schön. Guckt mal, dieses Roségold. Ich stehe ja total auf Roségold. Ich finde das super. Ja, hier seht ihr dann nochmal. Haben hinten. Die haben mir gut gefallen. So, die drei durften mit. Die anderen, ich habe keine anderen gefunden. Also, was soll's. Diese langen Cardboards hier, da habe ich mir jetzt nur den hier mitgenommen, weil die anderen haben mir einfach nicht gefallen. Die kennt ihr schon zur Genüge bis zu einem Erbrechen. Ich zeige euch das just mal, gerade mal so einfach in die Kamera. Der hat mir gut gefallen wegen den Tierchen da, diesen Rentieren oder was das auch immer ist. Nein, das sind Rehe, ist egal. Ich bin Rentier geschädigt, weil ich aus Norwegen zurück bin. Die haben mich kirre gemacht, die Viecher. So, dann habe ich diesen Lux Paper Block nochmal mitgenommen. Den habe ich schon einmal, aber ich wollte den unbedingt ein zweites Mal haben. Der ist wirklich also sehr, sehr schön. Der gefällt mir sehr, sehr gut am besten. Na, ihr seht, und den habe ich auch einmal fürs Annettchen mitgenommen. So, dann habe ich hier diese, da. So, das hier ist noch was, was Annettje kriegt. Sie macht ja so gerne so Silhouetten mit Kerzen. Und da ist so eine ganze Stadt, wo man dann Kerzen dahinter stellen kann. Ja, da ist alles dabei, was man braucht. Da kann man sich dann so eine Silhouettenstadt werken. Und mir ist das jetzt eher nicht so meins, aber ich weiß, dass Annettje das sehr gerne macht. Und deshalb kriegt sie das. Dann habe ich die Papercraft Sets. Die liebe ich ja. Ich habe noch welche von vor, ich weiß nicht, 5 Jahren. Weil ich sie einfach nicht verwenden mag. Ich bin blöd, ich weiß. Ich habe einige auch doppelt und dreifach und ich, ja, trotzdem müssen sie immer wieder mit. Einmal die hier. Ja, das ist dieses Set. Ja. Dann einmal das hier. Ja. Wir hatten noch mehr, aber ist das jetzt das gleiche oder ist das nicht das gleiche? Blöd. Das ist dasselbe.
Dann habe ich hier das hier. Das habe ich auch schon mal. Aber das ist so, so süß. Das musst du auch noch mal mit. Das ist also, schau mal, wie lieb und süß ist das bitte. Ja, ist das nicht? Guck mal, nur alleine schon da. Dieses Rehkitz in dem Körbchen. Ich weiß, es ist ultra kitschig, aber zu Weihnachten habe ich meine kitschige Ader. Das ist halt so. Und dann habe ich noch mal den hier mitgenommen. Und der ist auch nicht für mich. Ich bin ja jetzt eh, muss ich mal gucken, dass ich die Zeit finde, meine Weihnachtspakete zu packen. Jetzt nicht nur fürs Annettchen, sondern auch noch für zwei, drei andere liebe Persönchen, die mir sehr am Herzen liegen. Und dann natürlich, also ich rede jetzt von YouTube, und dann eben hier für meine ganzen Kinder, Enkelkinder, Patenkinder, weiß der Geier was. Ja, da müssen wir ja auch noch. Nikolaus, Weihnachten kommt jetzt. Da muss man gucken, dass man das auf die Beine kriegt. Ne? Dann habe ich mir was nicht Weihnachtliches gegönnt. Diesen Block hier, der hat mir auch gefallen. Es waren noch andere da, aber das war alles so ein bisschen ja, älteres Glumps. Wie alt der hier ist, weiß ich nicht. Aber das war auch der einzige, der mir ein bisschen gefallen hat. So, na, kommst du her. Hier liegt etwas, das müsstet ihr sehen, Leute. Mein Mann jetzt hier wäre, der bekäme einen Schreianfall. Krampf, Gott sei Dank ist er nicht da. Und dann den Weihnachtsblock, da habe ich auch wirklich von diesen großen Blöcken nur diesen mitgenommen. Das war auch der einzige, der mir ein bisschen gefallen hat. Und ja, das war's dann. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig und durch und fix und foxy und das war's. Definitiv war's das jetzt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mein Einkauf, und mein Geplapper hat euch nicht allzu sehr gestresst und genervt. Und ja, aber für einige Zeit war es das jetzt mal wieder auf Chanel, weil ich mache hier einfach nur so diese kurzen Videos, diese Dummheiten halt ein bisschen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit dem Haus weitergeht. Wir haben jetzt die Dokumente abgegeben bei der Bank und jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Ne? Die haben ja immer hier Zeit, das ist in Deutschland, die ja da wird, der Amtsschimmel ein bisschen langsamer. In Norwegen geht das fixer, Gott sei Dank. So, ich wünsche euch ein gutes Nächtle, Küsschen aufs Schnüsschen, bis bald. Liebe geht raus. Ciao.